Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr heute hier mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es in Runde 2 meiner Parfumsammlung, denn es hat sich ein bisschen was verändert bei mir. Einige Düfte sind rausgeflogen, ein paar neue Düfte sind dazugekommen und die grundlegende Ausrichtung meiner Sammlung hat sich auch noch ein kleines bisschen mehr ins Orientalische verschoben. Und deshalb drehe ich heute ein Update zu meiner Parfumsammlung, weil ich weiß, dass das sehr viele von euch interessiert. Und deshalb herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Aber zunächst, wenn du neu auf diesem Kanal bist, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Auf diesem Kanal geht es um die Themen Haarstyling, Bartpflege, Hautpflege und Parfums. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist und noch nicht abonniert hast, dann hol das am besten jetzt direkt nach. Der Knopf ist direkt unter diesem Video. Also, ich denke, erstmal muss ich ein, zwei grundlegende Dinge sagen. Erstens, ich bin kein großer Fan von frischen Düften. Das werdet ihr hier ganz deutlich merken. Und ich weiß, dass unter dem letzten Video hin und wieder der Kommentar kam, dass es ja keine Düfte gibt, die man im Sommer tragen kann. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, Leute, ich lege da nicht so großen Wert drauf. Deshalb ist es bei mir so, dass die Düfte sehr orientalisch sind und wenige frische Düfte dabei sind. Ich glaube, ich habe genau einen frischen Duft, um genau zu sein. Aber ich finde das nicht schlimm, denn ich finde, es geht darum, dass man sich selber einfach ausdrückt und das trägt, was man am liebsten hat. Und bei mir sind das einfach orientalische Düfte und ich kann da auch wenig dran ändern. Deshalb ist es einfach so, wie es ist. Und außerdem werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, dass viele Düfte, die ich in meinen Rezensionen zeige, auch nicht hier sind. Ich habe hier tatsächlich noch einen Jean-Paul Gaultier Le Male Le Parfum Flacon rumfliegen. Es ist ganz einfach so, dass ich viele Düfte bestelle und die dann auch wieder verkaufe, sobald die Rezension durch ist. Und aus diesem Grund findet ihr die nicht in meiner konstanten Sammlung, weil das einfach die Düfte sind, die ich regelmäßig trage und nicht die, die ich für Rezensionen auf YouTube kaufe. Ja? Also, wir fangen erstmal an mit... womit fangen wir am besten an? Ich würde sagen, wir fangen an mit meinen Abfüllungen, denn ich habe hier so ein paar Abfüllungen und das sind ehrlich gesagt keine preiswerten Abfüllungen, also nichts, wo man sich für 10, 20 Euro was bei Parfumo bestellt von einem weiteren Parfum-Enthusiasten, um einfach mal zu riechen, wie der Duft ist, sondern das sind wirklich ziemlich krasse Düfte, die ich aber nur in kleinen Mengen habe, weil ich einfach da auch so ein bisschen zu geizig war, ja, weil wenn ein Duft jetzt irgendwie 600 Euro kostet, wie zum Beispiel Russian Oud von Ariche Ledoré, da bin ich einfach nicht bereit, den Preis zu bezahlen, weil ganz ehrlich, wenn ich den ein, zwei Mal im Jahr trage, ist es schon viel und aus diesem Grund habe ich eben von vielen Düften auch einfach nur Abfüllungen, weil ich das einfach effizienter finde, ja, also ich kaufe mir nicht die immer dann der vollen Größe. Das sind aber wirklich jetzt Abfüllungen, die ich wirklich sehr gern mag und deshalb ist es, denke ich, ein ganz guter Überblick. Ich habe hier einmal Absolu Pour Le Soir von Maison Francisco Jeanne, was ein übertrieben guter Zedernholz, Zibetduft ist. Also so ein bisschen animalisch mit einer starken Zedernholznote und einfach sehr edel, aber auch sehr gewagt. Also wenn man den trägt, kann es wirklich zu Love It or Hate It Reaktionen kommen. Und deshalb ist es nur für diejenigen, was die wirklich auf diese orientalischeren Düfte stehen. Dann habe ich hier einmal von Roja Parfums United Arab Emirates. Ich hoffe, dass ich auch bald mal ein Top 10 Roja Parfums Video drehen kann, weil das wahrscheinlich so die teuerste Marke ist, die ich habe, die aber so im Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt nicht unbedingt weit vorne liegt, weil teuer heißt nicht immer, dass es gute Düfte sind, aber hier ist es eben so, UAE, ich habe das schon öfter gesagt, ist einer meiner Lieblingsdüfte, ist ein Rose-Oud-Duft, der aber tatsächlich sehr, sehr exklusiv und hochwertig rüberkommt, wie ich finde. Deshalb habe ich davon eine 10 Milliliter Abfüllung oder was das hier ist. Dann habe ich hier Chypre von Coty. Es gibt unter Parfum-Enthusiasten so verschiedene Definitionen und Kategorien von Parfums. Es gibt Gourmand-Düfte, die so ein bisschen nach Essen riechen, also im Sinne von jetzt nicht in Hacksteak oder so, sondern Kuchen und Pfannkuchen und Kaffee und sowas. Das sind Gourmand-Düfte. Dann gibt es Fougère-Düfte, die so ein bisschen in die Barbershop-Richtung gehen. Und dann gibt es zum Beispiel auch Chypre-Düfte. Und zum Beispiel bei dem Fougère-Genre oder bei dem Chypre-Genre ist es so, dass es mal einen Duft gab, der Fougère Royal zum Beispiel heißt oder Chypre. Und ich habe hier eben den originalen Chypre von dem Haus Coty, was eine Vintage-Variante ist auf jeden Fall. Also es ist auch nur eine Abfüllung. Ich habe dafür für diese Menge irgendwie 50 Euro oder so bezahlt, weil der Duft schon sehr alt war und einfach aus den 80ern oder so kommt. Und es macht, finde ich, einfach Sinn, auch mal so einen Duft gerochen zu haben, einfach um zu wissen, wo das Ganze herkommt. Deshalb habe ich den hier auch in meiner Sammlung. Dann ein ziemliches orientalisches Nischenhaus ist Bortnikow Vetiver Nocturne. Der Duft ist inzwischen eingestellt, habe ich auch 9,5 Milliliter von. Das sind Frangipani
Sandelholzduft, genau, also ein bisschen, also auf jeden Fall sehr, sehr cremig. Und wenn man den zum ersten Mal aufsprüht, ist es so krass, weil es einfach riecht, als würde man so einen Blumenstrauß sich ins Gesicht halten. Echt übertrieben krass. Ist aber auch nicht für jedermann. Dann, wie gesagt, Russian Oud ist ein, ich muss gucken, dass mir die hier nicht hinfallen. Russian Oud ist ein Duft, der mit russischen Einflüssen arbeitet. Also es ist eine sehr, sehr ausgeprägte Oud-Komponente bei, weil hier verschiedene Oud-Sorten drin verarbeitet sind. Und dann aber auch noch hat es so ein bisschen, finde ich, was von so einem Weihnachtsplätzchenartigen kombiniert mit so einem Gang durch den Wald. Also sehr, sehr kreativ und sehr einzigartig. Und deshalb habe ich da auch nur eine Abfüllung von. Dann habe ich hier als nächstes eine Abfüllung von Diaghilev von Roja Parfums, was einer der teuersten Düfte aus dem Hause ist. Aber um ganz ehrlich zu sein, für mich auch tatsächlich einer der besten aus dem Haus und einer der wenigen, die mir so richtig gut von Roja gefallen. Es gibt nicht viele, die mir davon gut gefallen, aber Diaghilev gehört auf jeden Fall dazu, geht auch sehr stark in Richtung diesem originalen Chypre, aber mit einer sehr spannenden Veilchenblatt-Kopfnote, was eine meiner Lieblingskopfnoten ist überhaupt. Deshalb bin ich sehr, sehr glücklich, den zu haben und wie man sehen kann, trage ich ihn auch sehr selten, weil er einfach für mich sehr, sehr besonders ist. Dann habe ich hier so eine Mini-Abfüllung von Sacré Noir von House of Matriarch. Der ist tatsächlich sehr ähnlich wie Vert d'Encens von Tom Ford, von dem ich in dem letzten Parfum-Sammlungsvideo einen fetten 250 ml da stehen hatte. Den habe ich inzwischen wieder verkauft, ja, bis auf so eine mini kleine Abfüllung, die ich euch gleich noch zeigen werde, weil der tatsächlich sehr ähnlich ist wie der hier, der aber noch ein bisschen exklusiver und hochwertiger riecht. Und das ist eine Kombination aus so einem waldigen Duft, also Hölzer, Grünzeug und dann eben kombiniert mit Weihrauch, also auch so ein bisschen orientalisch, extrem geil, vor allen Dingen im Herbst oder Winter. Dann zu guter Letzt noch zwei Düfte, die auch wieder sehr orientalisch sind, und zwar einmal Russian Musk von Ariche Le Doré, ein Duft, der mit echtem Moschus arbeitet und wirklich so einer der gewagtesten Düfte ist in meiner Sammlung. Der hat eine sehr starke Ähnlichkeit mit Russian Oud, also hat auch so ein bisschen was von so einem Plätzchenteig kombiniert mit einem Spaziergang durch den Wald und dann mit einer fetten Portion Hirschmoschus, was ja in westlichen Ländern nicht ganz so einfach tragbar ist. Und dann zu guter Letzt habe ich hier noch Ensar Oud Number One, ein ledriger Lavendel-Oud-Duft. Sehr, sehr krass, sehr holzig, würzig, ledrig, maskulin. Nichts für schwache Nerven und definitiv auch nichts für alle, die unter 25 sind. Würde ich zumindest mal so pauschal behaupten, weil der einfach sehr, sehr alt auch riecht und sehr erwachsen und reif. Ja, aber wirklich auch einer der besten Düfte, finde ich, aus dem Hause Ensar Oud. Das ist, glaube ich, genau, es ist das erste Parfum, das erste Spray-Parfum, was das Haus rausgebracht hat. Und dementsprechend, ja, schaue ich einfach mal die Farbe von diesem Flakon an. Geisteskrank. Dann habe ich hier als nächstes eine Reihe von Attars, also von Duftölen aus dem orientalischen Raum, beziehungsweise auch reine Oud- und Vetiver-Destillate, weil ich persönlich einfach ein Fan davon bin, diese Rohstoffe auch kennenzulernen. Und Oud und Vetiver sind zwei super Beispiele dafür, oder auch Sandelholz, dass man diese Rohstoffe auch einfach selber tragen kann, weil die auch an sich dann schon so eine Duftentwicklung haben wie so ein echtes Parfum, also wie so ein Spray-Parfum. Und das finde ich halt immer ganz spannend, das mal auszuprobieren. Abgesehen davon sind das hier tatsächlich so die hochwertigsten Inhalts, die hochwertigsten Teile meiner Sammlung, ja, weil zum Beispiel, ich habe hier ein Oud-Destillat, wo habe ich es denn? Genau, Royal Kinam heißt das. Das ist somit das teuerste Oud der Welt und ihr seht, wie mega klein dieser Flakon hier ist. Das sind 0,3 Gramm und ich habe dafür $500 bezahlt, also ja, also wenn Jeremy Fragrance nochmal mit seinen 50.000 Euro pro Kilogramm daherkommt, dann könnt ihr ihm gerne mal das hier zeigen, denn das sind 0,3 Gramm für 500 Euro. Also wirklich geisteskrank, aber ich wollte einfach mal wissen, wie sowas riecht und deshalb hat es für mich eben auch einen sehr, sehr hohen emotionalen Wert. Ja, ansonsten habe ich hier eigentlich auch nur dasselbe drin. Ich könnte euch jetzt die ganzen Oud-Destillate zeigen, aber das wäre, glaube ich, nicht so übertrieben spannend, weil es einfach nur verschiedene Sorten aus verschiedenen Ecken der Erde sind. Ich habe hier auch noch ein Sandelholz-Destillat, was auch sehr, sehr spannend ist, Sandelholz mal an sich zu riechen und eben Vetiver. Aber das habe ich ja auch in dem Video zu Vetiver und Oud schon gezeigt, was ich euch gerne hier oben verlinken kann. Was dann schon so ein bisschen spannender ist, sind zwei verschiedene Attars, die ich hier habe. Also so Duftöle aus verschiedenen Komponenten, nicht aus einem einzelnen Rohstoff. Und das ist einmal Valimar von Ariche Le Doré, was ein ja, Duft ist, der aus weißen Blüten hauptsächlich besteht. Ich muss mal gucken, dass ich hier diese Kappe abbekomme, der aus weißen Blüten besteht, kombiniert mit Sandelholz und Oud, also auch wieder so eine florale
so eine florale holzige Kombination, die wirklich super von beiden Geschlechtern auch wieder tragbar ist. Valimar heißt, glaube ich, Hochzeit oder so. Auf jeden Fall ist das ein Duft, der kreiert worden ist für die Hochzeit von dem Parfümeur selber. Also den hat er halt gemacht für seine Frau und sich, was ich, finde ich, eine ganz coole Hintergrundgeschichte finde. Dann das letzte von meinen Duftölen ist Dead of Night von Strange Love New York City. Also es ist ein westlicher Parfumhersteller aus New York. Sehr, sehr starker Nischenbereich. Und davon habe ich eben zwei von diesen kleinen Duftölen, die auch eine Rose-Oud-Sandelholz-Kombination sind, aber auch wieder komplett anders und wirklich sehr, sehr schön in der Umsetzung. Also wenn ihr wisst, dass ihr auf diese Art von Düften steht, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal auschecken. Ja, also das ist meine Sammlung aus Attars und Duftölen, die ich euch gerne dann auch mal, vorstellen wollte. Richtig. So, da ich aber weiß, dass ihr nicht alle so auf die orientalische Seite von Parfums steht, möchte ich euch jetzt als nächstes meine Tom Ford Sammlung zeigen. Also ich möchte euch natürlich nicht verlieren als Zuschauer, deshalb, falls ihr mit den Düften bis jetzt nichts anfangen konntet, tut es mir leid. Es geht jetzt ein bisschen in die westliche Richtung, deshalb könnt ihr auf jeden Fall euch freuen. Es geht nämlich als nächstes um Tom Ford, genau, habe ich gerade schon gesagt. Und da habe ich erstmal eine ganze Reihe von Düften, die, glaube ich, einige von euch kennen. Also erstmal habe ich hier Fucking Fabulous, einen der besten Düfte aus dem Hause Tom Ford. Ist ein relativ neues Release, für die, die es noch nicht kennen, aber es kennen halt sehr, sehr viele. Denn Fucking Fabulous ist wirklich so einer der Düfte, die allein schon wegen des Namens super beliebt geworden sind oder zumindest super viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und das hier ist ein Mandelduft, der wirklich, ja, extrem geil ist und sehr, sehr einzigartig. Und es gibt wirklich keinen Duft in meiner Sammlung, so wahr ich hier stehe. Oder ich habe bis jetzt auch noch keinen Duft gerochen, so wahr ich hier stehe, der auch nur ansatzweise von der DNA in Richtung Fucking Fabulous geht. Dann habe ich als nächstes hier natürlich Tobacco Oud Intense, der sehr ähnlich riecht wie der normale Tobacco Oud, nur ein bisschen süßlicher. Definitiv auch ein Statement-Duft, allerdings weniger ein Statement-Duft, wie ich feststellen durfte, als der normale Tobacco Oud, weil der einfach trockener ist und dementsprechend finde ich persönlich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftiger. Ich finde Tobacco Oud Intense aber geiler, einfach weil der noch so ein bisschen süßer ist und der wurde mir tatsächlich von dem YouTuber Fragrance Dog verkauft. Lieber Gruß an der Stelle und vielen Dank für den tollen Deal, hat mich sehr gefreut. Der Flakon war noch ungefähr halb voll und das ist ein Tabakduft, würde ich sagen, mit so einer kleinen, klitzekleinen Oud-Note, ja, also nicht so mega orientalisch und definitiv solltet ihr den mal probieren, wenn ihr den normalen Tobacco Oud schon mochtet. Ganz anders ist dann Oudwood Intense. Oudwood ist ja so der beliebteste Duft aus dem Hause Tom Ford und Oudwood Intense riecht aber nicht so ähnlich zu dem normalen Oudwood, wie Tobacco Oud Intense zu dem normalen Tobacco Oud riecht, denn der hier riecht komplett anders, um es einfach mal ganz simpel zu formulieren, denn das ist ein Zypresse-Oud-Duft, der wirklich, ja, nochmal ein sehr, sehr starkes Statement setzt. Hat, finde ich, auch so ein bisschen was von so einer Schwerölkomponente, aber im Sommer zum Beispiel mega geil tragbar, weil der einfach so einen leicht kühlenden Effekt auch hat, so von der Duft-DNA her. Und deshalb finde ich den wirklich toll, ja. Und ihr könnt sehen, dass davon, könnt ihr das sehen, dass der fast aufgebraucht ist. Auf jeden Fall einer meiner Lieblingsdüfte auch aus dem Hause Tom Ford. Dann als nächstes Beaujour, der wahrscheinlich bald meine Sammlung verlassen wird, denn ich habe einen Zuschauer gefunden, der den hier haben will. Und das ist einer der besten Fougère-Düfte aus dem Haus. Es gibt insgesamt 3 oder 4 verschiedene. Es gibt Fougère-Platin, es gibt Fougère d'Argent und es gibt den Beaujour. Ich glaube zumindest, dass das alle sind. Und das hier ist der mir mit Abstand am besten gefällt. Und solltet ihr die Signature-Line, also die preiswerte Variante aus dem Jahr 2019, schon mal probiert haben, dann lasst euch gesagt sein, das hier ist wirklich nochmal eine ganze Schippe drauf, weil der nämlich viel natürlicher riecht, nochmal ein gutes Stück transparenter und edler und wirklich ein sehr, sehr geiler Duft. Meine persönliche Top 2 auch aus dem Hause Tom Ford. Und die 1, also Nummer 1 von meiner Top 20 Liste, die ich mal geschossen habe, habe ich natürlich auch da. Den habe ich gerade jetzt erst rezensiert vor einer Woche oder so. Und das ist Bois Marocain, ein wunderbar hölzerner, orientalischer Duft, der aber so den perfekten Mix darstellt aus westlich und orientalisch. Ein wahres Meisterwerk aus dem Hause Tom Ford.
Bois Marocain auch ein stolzes Mitglied meiner Sammlung. Achso, und zwei unbekanntere Düfte aus dem Hause, die ich auch besitze, sind Urban Musk von Tom Ford. Ich habe gerade gemerkt, dass der Flakon übertrieben am Siffen ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Da muss ich gleich mal mit dem Lappen ran. Auf jeden Fall ist das ein künstlicher Moschusduft. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, hat so eine hölzerne Komponente, geht auch ein bisschen in Richtung von dem Absolu Pur de Soir von Maison Francisco Jean, den ich am Anfang gezeigt habe. Aber ja, ich habe einen Großteil davon weggegeben. Also ich habe den nicht aufgebraucht, habe den halb voll gekauft, habe den Großteil davon dann dekantiert und weggegeben. Und jetzt habe ich den Rest davon am Finger hängen, was auch nicht cool ist. Ich mache das gleich weg. Bevor ich das tue, möchte ich euch aber noch Vanille Fatale zeigen. Einen wirklich, wirklich, wirklich tollen Vanilleduft für den Winter. Für mich so einer der geilsten Vanilledüfte, die ich kenne, ist Vanille und Kaffee mit einer übertrieben langen Haltbarkeit, dass es fast schon wehtut, weil der... Ich habe den einmal auf meine Lederjacke gesprüht und konnte den 3 Monate danach noch riechen, was echt übertrieben krass ist. Und ja, ich bin mega glücklich, dass ich den habe. Kriegt man auch super günstig gebraucht. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, da dran zu kommen oder den mal zu testen, dann tut das auf jeden Fall. Und ich gehe mir jetzt mal schnell meine Finger waschen und den Flakon sauber machen, weil... Boah, nee, das geht nicht. So, Finger ist wieder sauber. Das heißt, als nächstes habe ich hier 2 Taschenzerstäuber von Kilian. Da ist aber tatsächlich nicht in beiden ein Kilian-Duft drin, sondern hier ist es Aventus, ein sehr seltener Batch von Aventus, der mir persönlich mega gut gefällt und wirklich so am besten. Das heißt, ja, Aventus muss man halt haben. Und ich habe hier diesen schönen Kilian-Zerstäuber, wo der drin ist. Dann habe ich hier aber noch den Kilian Intoxicated drin, ein wunderbarer Kaffeeduft, den ich für den Herbst oder Winter nur sehr stark empfehlen kann. Wirklich klasse. Ich wollte mir seit Ewigkeiten einen vollen Flakon davon kaufen, aber dann war irgendwann dieses Refill-Set mit Taschenzerstäuber im Angebot und dann habe ich einfach zugeschlagen. Das heißt, ich habe auch noch ein paar Refill-Dinger davon hier. Dann werden auch viele von euch kennen Amouage Jubilation 25. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich in dem letzten Video den 50 ml Flakon davon gezeigt habe oder die 100 ml Variante. Ich bin jedenfalls upgraded, weil auch ein Zuschauer mir die Möglichkeit gegeben hat, diesen Flakon hier recht preisgünstig zu kaufen. Vielen Dank an Felix an dieser Stelle. Hat mich wirklich sehr gefreut und man sieht, dass ich da auch schon wieder zu über der Hälfte durch bin mit und das ist einer meiner absoluten Lieblingsdüfte oder nee, mein absoluter Lieblingsduft aus dem Hause Amouage. Wirklich einer der besten Düfte, die ich kenne, die mit Sandelholz und ich glaube, es ist Johannisbeere oder Brombeere arbeiten. Eine extrem leckere und holzig cremige Kombination, perfekt tragbar für den Herbst oder Winter. Ja, und wirklich ein wahres Meisterwerk von dem Parfümeur Bertrand Duchaufour. Genau, glaube ich zumindest, dass es war. Oder? Wenn ihr das besser wisst, dann korrigiert mich. Auf jeden Fall habe ich hier als nächstes dann noch meinen Lieblingsduft für den Frühling und Sommer, nämlich Bottega Veneta Parco Palladiano Melagrana. Das ist ein Duft, der nicht nach Granatapfel riecht, weil Melagrana heißt Granatapfel, sondern nach Johannisbeere, glaube ich auch. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr fruchtiger, frischer Duft, extrem geil, tragbar für den Sommer, also für alle Temperaturen über 20, 25 Grad und je wärmer es wird, desto erfrischender und geiler wird dieser Duft. Flakonqualität übrigens auch extrem geil, super schwerer Glasflakon mit so einer nicen Riffelung hier und einer schweren Kappe, also ja. Ich sage das so deutlich, weil Bottega Veneta eine Marke ist, die ich vorher nicht so wirklich auf dem Plan hatte. Deshalb hier auch wieder ganz, ganz klare Empfehlung von meiner Seite aus. Der Melagrana von Bottega Veneta. So, dann kommen wir als nächstes mal in Richtung orientalische Düfte wieder. Ich habe nämlich hier als nächstes einen Duft von Stéphane Humbert Lucasse, nämlich Black Gemstone. Fantastischer Myrrheduft, ja. Also ein dunkler, harziger Myrrheduft, würde ich sagen. Echt extrem geil. Hat so eine gewisse zimtige Note auch dabei. Ich war gestern sehr lange unterwegs und da habe ich von mehreren Leuten Komplimente dafür bekommen. Und einer meinte einfach auch, dass ich legit rieche wie Cineminis. Falls ihr die noch kennt, fliegt übrigens irgendwo eine Fliege rum, die ich jetzt aufgescheucht habe. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr spannend, aber tatsächlich eher so dunkelharzig. Ich habe nämlich noch einen zweiten Myrrheduft, der von Guerlain kommt, nämlich das ist Songe d'un Bois d'été, beziehungsweise es gibt eine neue Variante davon. Das hier ist die alte Variante und die heißt dann Mysterious Wood oder Bois Mysterieux, glaube ich. Also entweder Englisch oder Französisch, keine Ahnung, ich werde es euch einblenden. Das ist auf jeden Fall ein hellerer Myrrheduft, also ist so ein bisschen leichter und heller, aber mit dieser typischen Guerlain-DNA, was echt für Leute, die das Haus kennen oder, ich meine, Guerlain muss man eigentlich kennen, da gibt es keinen Weg dran vorbei,
die werden wissen, in welche Richtung das geht. Und ihr seht schon, was es für ein Lächeln auf mein Gesicht zaubert. Ist auf jeden Fall einer der geilsten Düfte, die ich in meiner Sammlung habe. Und auch hier ist es so, der wird nicht mehr hergestellt in dieser Form. Deshalb bin ich extrem glücklich darüber, dass ich diesen Flakon hier in meiner Sammlung habe. Und das ist auch so, ja, ein Duft, den ich sehr, sehr selten nur benutze, weil er einfach so special für mich ist. Wahres Meisterwerk von Thierry Wasser, glaube ich. Also von einem Deutschen. Tja, guck dir das mal an. Damit sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Ich habe hier noch ein paar Abfüllungen in meiner Hand und dann noch ein paar Flakons, die ich euch zeigen möchte. Und dann sind wir auch schon durch. Auf jeden Fall habe ich hier einmal Epsilon Alpha Rho 16 von Isuzak, was ein super unbekanntes Nischenhaus ist. Ich weiß gar nicht, wie die... Ja, also das ist ein Haus, was man eigentlich nur in ausgewählten Parfümerien findet und wo man auch sehr, sehr wenig drüber hört, weil, ja, keine Ahnung, irgendwie ist das nicht so übertrieben berühmt, aber ich fand diesen Duft hier sehr spannend und wollte ihn deshalb mal ausprobieren. Das ist nämlich tatsächlich ein Duft, der nach Granatapfel riecht und der so ein bisschen griechisch inspiriert ist. Finde ich sehr, sehr spannend, hat sowas Mediterranes und irgendwie ist sehr, sehr ungewöhnlich und holzig und sehr fruchtig auf der anderen Seite auch. Also wirklich sehr, sehr cool und ich würde super gerne mal ein bisschen mehr was von dem Haus probieren, bin aber auch so ein bisschen am Zweifeln dann immer, weil das ist ja auch immer ein Geldinvestment und bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, was dafür auszugeben. Ich habe auch schon natürlich angefragt, ne, nach einer Kooperation, aber da kam leider noch nichts zurück. Was ich aber sehr häufig benutze und wo ich jetzt schon mehrere Abfüllungen bekommen habe und die einfach immer wieder da drauf kippe, ist Monsieur von Frédéric Malle von, war das Dominique Ropion, der Parfümeur? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das hier ein super geiler Patchouli und ich meine auch, dass so ein bisschen Oud drin ist, Duft, also so ein bisschen ledermäßig. Ist auf jeden Fall einer der besten Patchouli-Düfte, die ich persönlich kenne. Und wer dunkle und entweder man mag das oder man ist halt total abgeturnt davon und für die Leute, die es mögen, denen kann es nicht dunkel und intensiv genug sein. Und deshalb, wenn ihr zu dieser zweiten Kategorie gehört, probiert den auf jeden Fall mal aus. Wenn nicht, dann werdet ihr davor schreiend weglaufen, weil der nämlich sehr, sehr dunkel und intensiv würzig ist. Dann habe ich hier noch meinen Rest von Verte d'Encens von Tom Ford. Den habe ich eben nicht gezeigt, weil er nicht in einem Tom Ford Flakon war. Aber das hier ist auch ein super, super geiler, ja, super geiler, grüner Weihrauchduft. Grüne, holzige Noten mit einer guten Dosis Weihrauch. Sehr, sehr geil und definitiv auch ein Attention Grabber für alle, die so einen brauchen. Und dann habe ich hier noch einen kleinen Rest übrigens von Ensa Uds Iris Galia, was ein fantastischer Iris, blauer Lotus, Oud und Moschusduft ist, der sehr, sehr unique ist und ich beiß mir ein bisschen in den Arsch. Ich habe den nämlich auch schon mal rezensiert hier auf diesem Kanal, weil es einer der Düfte war, die ich quasi nicht getragen habe, obwohl ich ihn sehr, sehr gerne mag. Ich habe ihn damals weggegeben zu einem absoluten Spottpreis und das ist so eines der Erlebnisse gewesen, wo ich mir echt gedacht habe, so Kai, wie konntest du das tun, weil ich diesen Duft echt extrem geil finde und zum Glück habe ich noch diese mini kleine Abfüllung, die hüte ich aber quasi wie meinen Augapfel, ja. So, zu guter Letzt habe ich dann hier noch ein paar einzelne Flakons und vor allen Dingen bei den letzten beiden wird es nochmal richtig, richtig spannend und auch nicht ganz günstig. Ich fange aber erstmal mit den unspektakuläreren an, nämlich mit Mon Seul Désir von Jules Aimat. Und das ist einfach, finde ich, ein sehr spannender und cooler Mix aus Leder und Amber, was ja eigentlich zwei komplett gegensätzliche Kategorien von Düften sind. Aber gerade das macht es irgendwie spannend, dass man hier den Spagat hinbekommen hat. Und das Haus ist ja, glaube ich, auch eher unbekannt. Hab den eingetauscht, es war ein Blindtausch und ich bin super glücklich, dass ich den habe. Manchmal kann man eben auch Glück haben, ne? Dann habe ich hier noch einen Duft, der heißt Mile High von Parlement de Parfum, was ein super kleiner Nischenstore ist. Ich habe mir den in Paris gekauft, beziehungsweise meine Freundin hat mir den dann vor Ort geschenkt und das ist ein, ja, ein Pina Colada-artiger Duft. Also der hat was Kokos, Cocktail-mäßiges und finde ich aber trotzdem sehr spannend. Also für alle diejenigen, die da jetzt denken, vielleicht eher nicht, weil es ein bisschen zu feminin ist, ich verstehe das, ja, und ich kann das auch definitiv nur so weitergeben. Wer Angst davor hat, dass es ein bisschen zu feminin sein könnte, hat wahrscheinlich recht, weil es nämlich ein sehr femininer Duft ist und obwohl er unisex ist, dann schon so ein bisschen eher in Richtung Frauen geht oder von Frauen getragen werden kann oder whatever. Ich gebe da ja keinen großen Fick drauf, wie ihr alle wisst,
und deshalb wollte ich den trotzdem haben. Ist aber von der DNA her einfach sehr, sehr einzigartig, weil wo findet man mal einen Duft, der nach Piña Colada riecht? Und deshalb, ja, für den Preis von 100 Euro für 50 Milliliter fand ich das dann angemessen und da dachte ich mir, komm, pack ein, nehme ich mal mit. Vorvorletzter Duft, den ich euch zeigen möchte, ist Ombre Précieux Ultime von Maître Parfumeur et Gantier. Es gibt zwei Varianten von diesem Duft, einmal die Nicht-Ultime-Variante und einmal die Ultime-Variante und ich habe keine Ahnung, wie die Nicht-Ultime-Variante riecht, um ehrlich zu sein, aber das hier ist der beste Amberduft, den ich persönlich kenne und definitiv auch einer der erwachsensten Düfte, die ich habe. Ja, also wenn man Angst davor hat, nach Altherren zu riechen, ist das nicht der richtige Duft für einen, weil das schon sehr, sehr in diese Gentleman-Richtung geht. Aber wenn man Amberdüfte mag, dann wird man den hier zu schätzen wissen, weil er einfach ja so die Krönung von dem darstellt, was Amberdüfte können. Und den muss man einfach probiert haben, wenn man Amberdüfte mag. Und ich habe ihn zu einem extrem, extrem günstigen Preis geschossen, kann man eigentlich keinem erzählen. Ich glaube, 120 Euro oder so war das hierfür. Und ja, also wirklich ein sehr guter Deal und ist wahrscheinlich so mein absoluter Lieblingswinterduft für die richtig, richtig kalten Tage im Jahr. Vorletzter Duft, eine Vintage-Variante von Chanel Anteus. Ein Eau de Toilette mit einer übertrieben guten Haltbarkeit. Manche Eau de Parfums von heute können diesen Duft hier nicht mal ansatzweise das Wasser reichen. Und Chanel Anteus ist ein Duft, der extrem ledrig und würzig und übertrieben krass gewöhnungsbedürftig startet und dann so nach der Hälfte von der Zeit irgendwie umschwenkt in so ein richtig softes Leder. Für die Leute, die mit griechischer Mythologie vertraut sind, die werden wissen, dass Anteus so ein Riese ist, der aber irgendwie mega die schwachen Beine hatte, ich glaube, oder irgendwie sowas. Der ist irgendwie super schwach geworden, sobald er die Bodenhaftung verloren hat. Also der war übertrieben stark, sobald er auf dem Boden stand, wenn man ihn dann irgendwie vom Boden losgelöst hat oder eher gesprungen ist oder whatever, dann war der plötzlich schwach. Und genau so findet man eben in diesem Duft hier diese sehr, sehr starke und kräftige männliche Komponente und dann so, sobald der Duft dann ein bisschen eingetragen ist, wird es dann sehr, sehr soft und sanft. Und ich finde einfach, Anteus ist so einer der Vintage-Düfte, die man kennen muss. Habe ja auch ein Video dazu gedreht, werde das auch gerne hier oben in dem i verlinken, wenn euch das interessiert. 4 Vintage-Düfte, die jeder mal gerochen haben muss. Und Chanel Anteus gehört einfach dazu. Deshalb habe ich noch 2, 3 so Splash-Flakons da, die ich dann immer hier reinfülle, wenn der leer zu gehen droht. Zu guter Letzt komme ich noch zu 2 wahren Krachern aus der orientalischen Richtung. Das sind auch so die teuersten Spray-Parfums, die ich momentan besitze. Nämlich ist das einmal Ariche Le Doré War and Peace. Das ist wirklich so der krasseste Duft, den ich besitze. Also safe, der Duft, den ich eigentlich nie tragen kann, weil er für hierzulande viel zu crazy ist. Ich habe den einmal getragen, bin auf eine Reise gegangen, auf eine Geschäftsreise zu so einer Convention und ich habe im Zug gesessen, morgens im ICE in der ersten Klasse oder so, war erstmal alleine im Abteil, hatte einen Sprühstoß von diesem Duft drauf und es kommt safe so eine Gruppe mit 50-jähriger Männer rein, die gerade irgendwie auf so einem, weiß ich nicht, Vatertagsausflug oder so waren. Und der eine sagt einfach direkt, sobald er in das Abteil reinkommt, boah, hier riecht es, als wäre eine ganze türkische Hochzeit durchgerannt. Und das ist genau das, was dieser Duft hier, denke ich, für die meisten Menschen hierzulande vermittelt. Denn es ist einfach ein extrem ledriger, sehr, sehr würziger, udiger Duft mit einer übertrieben krassen Performance und Haltbarkeit. Also wie gesagt, ein Sprühstoß und die Leute laufen in geschlossenen Räumen raus, schreiend, weil der einfach viel zu krass ist. Aber trotzdem, ihr kennt das, ja, manchmal muss man einen Duft einfach haben. Ich hatte ein Sample davon, war übertrieben begeistert davon, weil das wirklich, sowas habe ich bis jetzt noch nicht gerochen. Und deshalb habe ich mir dann den im Resale gekauft für, 400 Euro oder was mich das gekostet hat. War es aber auf jeden Fall wert und wird auch safe ein Duft sein, den ich so schnell nicht aufbrauche. Deshalb ist das, finde ich, ganz okay. Und dann zu guter Letzt habe ich noch einen Duft, auch von Ariche Le Doré. Den habe ich aber jetzt noch nicht hier, weil der liegt bei meinem Nachbarn. Und ich glaube, der weiß auch noch gar nichts von seinem Glück, denn der kostet auch so viel. Also ich habe den von derselben Person gekauft und das ist Ottoman Empire Part 2. Und man muss wissen, Ottoman Empire ist einer der ersten Düfte von Ariche Le Doré gewesen. Wahrscheinlich so der beliebteste Duft aus diesem sehr orientalischen Haus. Das Original ist quasi nicht mehr zu finden und ich hatte, als ich den War and Peace von dem Typen gekauft habe, hat er mir ein Sample davon beigelegt. Ich war hin und weg und jetzt hat er eben Part 2, also eine Neuauflage quasi mit neuen Materialien, weil die alten schon nicht mehr zu haben waren für den Parfümeur.
hat er eben die Neuauflage verkauft und da habe ich eben zugeschlagen. Ich habe den noch nicht gerochen und deshalb ist es vielleicht auch ein bisschen risky, so einen teuren Duft einfach blind zu kaufen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der mir gefällt und wie gesagt, er liegt direkt gegenüber von mir bei meinem Nachbarn und der ist aber noch nicht da. Das heißt, ich muss dann nachher mal klingeln gehen, vielleicht kann ich ihn euch dann noch zeigen, aber ja, das ist jedenfalls alles, was ich euch zu den größten Düften meiner Sammlung sagen kann. Und da kommen natürlich noch so ein paar Sachen dazu, wie Uomo von Salvatore Ferragamo, den ich aber auch noch nie wirklich getragen habe. Ich habe mir den für ein Review bestellt und ja, 15 Euro dafür bezahlt, aber ist jetzt nicht der Rede wert. Und dann zum Beispiel auch noch von Oscar das Eau de Parfum Lorbeer und Bergamot, was übrigens eine mega, mega geile deutsche Nischenmarke ist, werde ich euch auch mal hier oben verlinken. Ich habe die nämlich auch schon mal getestet. Aber Leute, wenn ich jetzt hier alle meine Abfüllungen noch zeige, dann wird es, glaube ich, echt ein bisschen zu lang. Deshalb war es das jetzt mit diesem Video. Ich denke, ja, sieh mal an, wenn man vom Teufel spricht, das war tatsächlich mein Nachbar, der Ehrenmann, wie er ist, muss ich sagen. Also wirklich an dieser Stelle muss ich da mal einen kleinen Applaus da lassen, weil der hat gesehen, dass das Paket hier im Treppenhaus vor meiner Haustür lag. Und es ist tatsächlich so, ich habe ihm das mal erzählt, dass mir vor ein paar Wochen ein Paket geklaut wurde. Ich hatte ihn dann gefragt, ob er es vielleicht angenommen hat. Und deshalb hat er dieses Paket jetzt da liegen sehen und hat es in seine Obhut genommen. Wie gesagt, reinster Ehrenmann, muss ich sagen. Das ist also nicht geskriptet oder so. Ich habe das Paket gerade erst bekommen und werde euch jetzt natürlich diesen geilen orientalischen Nischenduft noch zeigen, wenn ich das hier mal aufbekomme, Alter. Panzertape scheint ein valides Verpackungsmittel zu sein. Das könnte jetzt auch einfach eine Bombe sein. Hoffen wir mal, dass es das nicht ist. Hui, das ist aber was Feines. Schaut euch das mal an, Leute. Was für eine nice Verpackung. So, ja, und da ist dann Ottoman Empire Part 2. Der letzte Duft aus meiner Sammlung, den ich euch heute noch zeigen wollte. Und das ist halt auch wieder völlig over the top, was die Verpackung angeht. Ne? Könnt ihr das sehen? Sieht man das? dass der halt so einen kranken Pseudo-Diamanten da oben irgendwie drin hat. Ja, Blind Buy hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Ich will jetzt aber nicht zu sehr ins Detail gehen, weil dann wird das Video, glaube ich, zu lang. Aber trotzdem ganz witzig, dass der jetzt noch in dem Moment angekommen ist. Naja, das war es jedenfalls mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Falls dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und zeigt das Video 10 von euren Freunden. Abonniert diesen Kanal, wenn es noch nicht geschehen ist. Lasst mir eure Meinung zu dem Video in den Kommentaren da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.